Toll, dass ihr dabei seid. Wir sind wieder für euch da mit einer neuen Folge der Sprechstunde Harz. Sandra hat einen Antrag auf ALG-2-Bewilligung beim Arbeitsamt Lüchow gestellt. Jetzt ist seit 5 Wochen nicht darüber entschieden worden und Sandra hat einfach kein Geld. Ja, das ist eine extrem ärgerliche Situation für dich. Passiert leider ständig. Das Einzige, was hilft, ist ein Eilantrag beim Sozialgericht. Du kannst selber zum Sozialgericht hingehen und dort diesen Eilantrag stellen. Du kannst auch gerne dich an uns wenden, wir helfen dir gerne dabei und dann wird das Sozialgericht das Jobcenter verpflichten, Geld auszuzahlen. Dazu muss man natürlich die Notsituation darlegen und begründen. Als nächstes wird gefragt, ob man eine genehmigte Ortsabwesenheit auch verschieben kann. Ja, da sollte nichts entgegenstehen. Man sollte es einfach dem Jobcenter anzeigen, sagen, dass der Termin sich verschoben hat und darlegen, an welchem Termin es jetzt ist. Wenn nicht zufälligerweise da auch ein Termin mit dem Jobcenter vereinbart worden ist, dann steht nichts entgegen, dies zu verschieben. Jennifer fragt für eine Freundin. Das ist völlig okay, sagen wir auch immer ständig. Könnt gerne für Freunde und Bekannte fragen. Die Freundin ist Hartz-IV-Bezieherin, hat einen Hund und eine Katze und fragt sich, ob sie Mehrbedarf für die Tiere bekommt. Nein, das ist leider nicht der Fall. Mehrbedarf für Tiere wird nicht bewilligt vom Jobcenter, gibt auch keinen Anspruch darauf. Insofern leider korrekt, wenn das Jobcenter hier keinen Mehrbedarf bewilligt. Wir haben es ja in einer anderen Folge schon mal gesagt, das Bundessozialgericht hat sogar gerade entschieden, dass selbst die Hundehaftpflicht, die in einigen Ländern ja Pflicht ist, nicht vom Jobcenter übernommen werden muss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Toll, dass ihr dabei wart. Immer fleißig fragen. Wir beantworten all eure Fragen in der nächsten Sprechstunde.